Ja, es war richtig. Damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu Prince of Persia, The Lost Crown. Sind das hier diese Rätsel, was sie meint? Weil sie hat ja gesagt, ich muss... Wo ist es? Der Fortschritt der Zeit hat den einzelnen brillanten Verstand der Architektenfähigkeit. Sie sind die versteckten Truhen, die verlorenen Gedanken und Erinnerungen, die sie einschätzt. Entdecke alle versteckten Geheimnisse der Zitadelle. Würde ja rein theoretisch passen. Theoretisch. Praktisch, keine Ahnung. Die Frage ist, wo waren die? Ich glaube, hier war noch eins. Ich bin mir da jetzt aber nicht ganz sicher. Da müsste ich jetzt erstmal hin. Komme ich da am besten hin? Dann kommen wir erstmal da hin. Weiß es aber nicht. Weil Hintergrund ist der, wie ich dazu kam. Ich habe mir nochmal... Kannst euch gleich zeigen. Und zwar habe ich... Wo war's? Ja. Hier war so ein Rätsel. Da bin ich dahinter gekommen, dass es vielleicht damit zusammenhängen könnte. Ja, nur vielleicht. Das ist keine Garantie. So was anderes würde mir jetzt gerade aktuell nicht einfallen. Ja? Muss ich ganz kurz gucken, wo muss ich jetzt lang? Ansonsten, wenn ihr Vorschläge habt, gerne in die Kommentare. Gerade auch für alle anderen Zuschauer, die hier zugucken. Kann das sehr hilfreich sein? So. Aber war der Meinung, dass hier im Grün war auch einer. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Grün war das denn? Den da war es da. Weil auch hier habe ich noch nicht alles gefunden. So, hier links lang. Genau, das hier war doch ein Rätsel, ne? Öffne einfach alles. Ja. Okay. Mach einfach alles an Gras weg. So, und bei dem anderen... Wir haben ja eine Fähigkeit. Ich glaube, das sind wieder nur Mutmaßungen. Ich habe den jetzt einmal dahingestellt. Nur eine Mutmaßung. Wir müssen da runter, aber wir brauchen eine Lehmstatue wahrscheinlich von da oben, würde ich mal sagen. Weil, vielleicht erinnert ihr euch daran, dass da... Oh, nehmen wir den da... Ich bin zu weit. Erinnert euch daran, dass wir da oben gegen Lehmstatuen gekämpft haben. Und wenn ich das richtig im Video gesehen hatte, fehlt da eine Lehmstatue.
Das liegt für mich nahe. Dass wir da in der Richtung irgendwas vielleicht gebrauchen können. Das Doofe ist, dass sie denn da auch... Ah, Richtung Ziel komme. Und ja, ich weiß, ich muss es mit den Blocken besser hinbekommen. Ich bin weg. Immer wieder werden Namen gesagt. Nachdem sie gestorben sind. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Nee, tun sie ja gar nicht mehr. Du hast sie alle getötet. Ich werde überlegen, wo muss ich hin? Da. Nach rechts. Ich bin weg. Tschüss. Ey, den Fall hätte es mir geben können. Blödes Spiel. Jetzt muss ich gucken, wie ich hier nach oben komme. Jetzt verstehe ich hier. Da darf ich nicht runter. Darf da nicht durch. Weil ich den ansonsten verliere. Heißt also, ich muss hier lang. Muss jetzt zu dem Teleporter kommen. Da dürfte ich auch nicht lang, weil ich da gegebenenfalls auch durch den Teleporter komme. Das ist also hier die Krux. Okay. Das heißt also jetzt hier hoch und dahin kommen. Na gut. Könnte aber vielleicht funktionieren. Ich hoffe es einfach. Nein, 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 nein. Ja. Okay. Ich hoffe, 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 dass das genauso funktioniert, wie ich es mir denke. Wenn nicht, ist doof. Oder ich habe mich verguckt, was die Golems angehen. Aber ihr seht die ja da im Hintergrund. Eieiei. Ich wusste, irgendwas hatte ich vergessen. Nein. Ich fühle mich jetzt gerade echt ganz schön fies auf den Arm genommen.
so unfair. Der ganze Weg war umsonst. Also nochmal. So unfair. Das sage ich euch. Halt. Muss ich da wieder hochklettern? Also nicht ganz so weit. Ja, aber der sieht doch so aus. Passt doch. Ich darf hier auch einfach nicht drauf gehen. Ja, es war richtig. Noch mehr Energie. Damit haben wir die Architektin abgeschlossen, ne? Kehre zur Architektin zurück. Yeah! Müssen wir jetzt nur noch den Krieger finden. Verdammt, das war falsch. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich nichts auswählen zum Porten? Da geht's zur Architektin. Ja, die Frage ist, wo sind jetzt die Krieger? Wo sind die Krieger? Na komm. In Ruhe. Hätte ich es beinahe vergessen. Dass da ein Loch ist. Das ist knifflig, oder? Och, ging. Was hatte ich mir wohl dabei gedacht? Das habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt. König Darius hat sich an solchen Dingen erfreut. Ich versichere dir, es gibt eine Lösung. Soll es zur Architektin gehen? Was ist denn jetzt die Aufgabe? Löse das Rätsel. Ich glaube, ich weiß es. Nummer 1 ist... Okay. Nummer 2.
Wo ist die Nummer 2? 5, 6, 8, 7, 2 ist das, okay. 2 ist das. 3? Okay. 1. Das ist die 3. 3, wo ist die 4? Fünf, sechs, sieben, zwei, eins, zwei, drei. Dann das 10, da ist die 4. Mal gucken. Hier war das. Das ist die 4. Die 5 war da unten, ne? Das kann ich erstmal wegnehmen. Fünf. Nein, nein. Das ist die 5. Nochmal gucken. Fünf. Dann war hier die 6 irgendwo. Wo war die 6? Die 6 ist das Dreieck. Sechs, wo ist die 7? Die war hier, ne? Das ist das. Nein, da haut mir die 7 gerade ab. Da bist du die 7. Ich hab's selber nochmal gucken. 7 sieht so aus. Könnte die 7 sein? Nein, das ist die 7. Wo ist die 8? 6. 7, 2, 9, 4, 5, 6, da ist die 8. Die 8 ist das da. Und als letztes die 9. Ist das nicht unglaublich? Ich dachte schon fast, es gibt keine Lösung. Ja. Hm. Zwischenzeitlich habe ich das auch gedacht. Ich kann verstehen, wenn du meine Konstruktionen etwas sonderbar findest. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Ich meine, ja, einige waren darauf ausgelegt, Leute zu töten. Die mag ich am liebsten. So eine... Na egal. Was ich sagen will, ist, die Stadt ist voller Wunder, wie sie die Welt nie gesehen hat. Ja? Ich wusste es. In meiner Werkstatt ist ein Geschenk für dich. Nur zu. Ein Entwurf für einen Mechanismus auf einem Gipfel. Ein mechanisches Modell des Sonnensystems, um die Planeten und Sterne zu verfolgen. Mathematik-Rechengerät, also ein Abakusen. Dieses Gerät hilft, Gleichungen schneller zu lösen. Persische Architekten kennen Geometrie, abstrakte Muster und Mathematik sehr gut. Das Siegel auf dem Papyrus ist noch sichtbar. Hier steht: Ernennung von Mariam, der Tüchtigen, zur Architektin durch König Darius den Großen. Die Architektin und der König. Darius, mein teurer Freund. Ich setze diesen Brief auf, um meinen äußersten Dank für eure kürzliche Beteiligung an meinem streng geheimen Projekt auszudrücken. Eure unerschütterliche Unterstützung und die kreative Freiheit, die ihr mir gewährt, sind für die Umsetzung meiner Vision von unmesslichem Wert. Ich kann euch mit großer Freude darüber informieren, dass ich eine sensationelle Technik zum Sammeln von Atra entdeckt habe, eine wichtige Ressource für meine nächste Schöpfung. Diese neue Methode wird unser Verständnis von Raum und Zeit revolutionieren, wodurch wir auf völlig neue Art und Weise eine Verbindung mit dem Universum eingehen können. Es ist eine Leistung, die nie zuvor vollbracht wurde, und ich fühle mich zutiefst geehrt, die Möglichkeit zu haben, eurem majestätischen Königreich eine solche Innovation darzubringen.
Zwar möchte ich meine aufrichtige Entschuldigung für die bedauerlichen Verluste unter der Arbeit meiner neuesten Bemühungen zum Ausdruck bringen, doch seid gewiss, dass ihr Opfer lediglich einen kleinen Preis für den Ruhm eures Königreiches ist. Ihre Namen werden auf ewig in den Annalen unserer Geschichten verewigt sein, als Märtyrer für den Fortschritt. Erneut möchte ich euch für eure nie endende Unterstützung danken und ich schwöre, im Dienste eurer ruhmreichen Herrschaft weiterhin nach Exzellenz zu streben. Eure Freundin und loyale Architektin, Mariam, Architektin des Bergs Kaff. PS, ich habe versäumt, die Nachricht hinsichtlich der Fertigstellung der Verteidigungsanlage der Burg wie von euch gewünscht zu übermitteln. Seid versichert, dass die Anlagen innerhalb der kommenden 2 Mondzyklen voll funktionsfähig sein werden. Ihre beeindruckende Wirksamkeit wird die Angriffe von Piraten und Söldnergruppen, die beharrlich unsere Häfen überfallen, aller Voraussicht nach effektiv abwehren. Noch mehr Energie! Nice. Ach, ne Cookie an, ne unsichtbare Wand. Okay, egal. Das heißt, wir haben jetzt fast alles. Story-Schnipsel, eine Story-Schnipsel fehlt uns. Meine Erinnerungen kommen zurück. König Darius. 30 Jahre sind vergangen. Ich hoffe, ich bin seiner Vision gerecht geworden. Wird man sich an meine Arbeit erinnern? Ja. Der König hatte die Vision, dass die Pracht der Zitadelle für alle Zeiten erhalten bleibt. Ich finde, er hat dafür die richtige Person gewählt. Er wäre beeindruckt von den technologischen Wundern. Du hast mir ein großes Geschenk gemacht. Weißt du? Indem ich deine Rätsel gelöst habe? Ja, aber nicht nur das. Das wahre Geschenk ist, dass du dir Zeit genommen hast, dich mit meiner Arbeit zu befassen. Du hast mein Lebenswerk gewürdigt. Im Gegenzug verrate ich dir ein Geheimnis, das die Gebäude hier durchdringt. Okay, hau rein. Und was ist das? Simurgh lebt. Ich glaube nicht, dass ich da hochkomme. Simurgh lebt. Das war jetzt ganz schön laut auf den Ohren. Also jetzt muss ich überlegen, ob ich wirklich noch diesen Dreierbonus behalten möchte. Der ist zwar per se an sich nicht schlecht, aber naja, halt, stopp, darunter wollte ich. Aber das ist, glaube ich, nur ein Amulett, glaube ich, ist das, ne, mit der Energie. 5 Pfeile. Ja, es ist, macht keinen Unterschied. Was ich machen könnte, wäre das. Das ist nicht schlecht. Und dafür nochmal den Schicksalsblick. Weil ich das auch nicht so wirklich brauche. Brauche ich zurzeit auch nicht. Habe ich schon 2 Plätze frei. Verringert die Dauer des Schockeffekts, der die Atra-Leiste beeinträchtigt, ein wenig. Ja, der weiße V ist eigentlich gar nicht schlecht, aber was würde ich dafür wegnehmen? Weil das in Kombination mit dem Feuerfalken ist mega. Wäre das ranziehen, dann könnte ich das so machen. Ja, machen wir das so. Dann sage ich danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Truppe rein. Tschüss.